Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im mittleren Süden der USA kämpfen die Menschen weiter mit den Folgen des Sturms Harvey. Zehntausende Häuser wurden beschädigt, mindestens 20 Menschen kamen nach offiziellen Angaben ums Leben. Zigtausend Menschen sind in Notunterkünften untergebracht. Um Plünderungen zu verhindern, wurde in der Nacht in Houston eine Ausgangssperre verhängt. Zunächst war vor allem Texas betroffen. Starke Regenfälle ließen viele Flüsse über die Ufer treten. Inzwischen hat der Sturm Louisiana erreicht. Hier hatte vor 12 Jahren der Hurricane Katrina vor allem die Gegend um New Orleans schwer getroffen. Auch am Tag 5 nach Hurricane Harvey werden in Houston immer noch Menschen gerettet. Der große Regen hat heute aufgehört. Die Bürger können wieder vorsichtig hoffen. Flüsse und Kanäle rund um Houston sollen heute ihren Scheitelpunkt erreichen. Doch die Fluten werden so schnell nicht weichen. Zwei große Wasserreservoirs mitten im Stadtgebiet drohen immer wieder überzulaufen. Um die 70 Jahre alten Dämme zu entlasten, muss noch tagelang Wasser abgelassen werden. Das macht aus dem kleinen Fluss Buffalo Bayou eine dreckige Flutlandschaft. Erste Schätzungen zu den möglichen Kosten der Katastrophenhilfe. Die Hilfen nach Katrina waren 125 Milliarden Dollar hoch. Wenn wir von einem vergleichbaren Hilfsstandard ausgehen, werden wir diesmal weit mehr brauchen. Der Schlafsaal im größten Notquartier der Stadt. Hier kommen immer mehr Menschen zusammen, die wohl länger nicht in ihre Häuser zurück können. Wir sind jetzt auf die Regierung angewiesen. Jeder hier hat alles verloren. Wir haben gerade mal Kinder und Haustiere mitnehmen können. Am frühen Morgen war der Sturm Harvey erneut auf Land getroffen und sucht jetzt auch den Nachbarstaat Louisiana heim. Wir sind ziemlich gut vorbereitet, aber man muss Mutter Natur bescheiden gegenübertreten. Wenn ein Sturm wie Harvey kommt, kann er uns trotzdem hart treffen. Sinnflutartiger Regen sorgte in Louisiana für erste Überschwemmungen. Die Bürger sollen für 3 Tage Essen, Getränke und Medikamente im Haus haben. Überschwemmungen auch in Nepal, Bangladesch und Indien. Betroffen ist unter anderem die indische Millionenstadt Mumbai. Zahlreiche Straßen sind überflutet. Mindestens 14 Menschen kamen ums Leben. An einem einzigen Tag gingen gestern in Mumbai so viele Regenmassen nieder wie sonst im gesamten Monat. In Südasien herrscht derzeit Monsun. Insgesamt starben bislang 1500 Menschen infolge der heftigen Regenfälle. Das Bundeskriminalamt ist durch eine Recherche des ARD-Hauptstadtstudios unter Druck geraten. Demnach könnte die Behörde in großem Umfang Daten rechtswidrig gespeichert haben. Ausgangspunkt war der umstrittene Entzug der Akkreditierungen von 32 Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg. Das Bundesinnenministerium räumte heute ein, dass mehrere Medienvertreter durch Fehler beim BKA zu Unrecht ausgeschlossen worden seien. Justizminister Maas fordert Aufklärung. Sein polizeiliches Führungszeugnis ist makellos. Umso geschockter ist Björn Kietzmann über das, was beim Bundeskriminalamt über ihn gespeichert ist. 15 Jahre alte Bagatelleinträge aus Studentenzeiten. Aber auch ein wirklich gravierender Vorwurf, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Ich stand in einer Gruppe Journalisten, bin damals, nachdem ein Böller explodiert worden ist, von Polizeikräften festgenommen worden. Bereits nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass das ein Irrtum war. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass ich da immer noch aktenkundig geführt werde. 32 Journalisten wurden vom G20-Gipfel ausgeschlossen. In allen 10 Fällen, die das ARD-Hauptstadtstudio auswerten konnte, finden sich solche falschen oder uralten Einträge. Datenschützer befürchten, in den Dateien des BKA könnten Millionen rechtswidrig gespeicherter Daten stecken, nicht nur von Journalisten. Denn allein in der Kategorie Innere Sicherheit sind aktuell 110.000 Personen gespeichert mit 1,15 Millionen Datensätzen. Das Innenministerium räumt Fehler in mindestens 4 Fällen ein und verspricht eine umfassende Prüfung aller Datensätze. Die sei längst überfällig, sagen Experten. Es geht darum, dass unser Rechtsstaat es gebietet, dass diese Daten überprüft werden und dass die nicht zulässigerweise gespeicherten Daten gelöscht werden. Der Justizminister spricht von schwerwiegenden Vorwürfen und sieht auch ein Problem für die innere Sicherheit. Wenn zu viel gespeichert wird, wird es immer schwerer, die wirklich relevante Information zu finden. Und deshalb geht es auch darum, mehr Sicherheit zu bieten. Und das ist nicht der Fall, wenn einfach wild drauf losgespeichert wird, schon gar nicht, wenn es rechtswidrig ist.
Wer nichts verbrochen hat, muss auch nichts befürchten. Die Akten über die betroffenen Journalisten erschüttern diesen Kernsatz des Rechtsstaats. Datenschützer können der Affäre freilich auch etwas Gutes abgewinnen. Zum ersten Mal sehen sie nun die Chance, mit ihrer Forderung nach einer sehr viel restriktiveren Datenspeicherung Gehör zu finden. Erstmals seit seinem Amtsantritt hat UN-Generalsekretär Guterres den Gazastreifen besucht. Er rief zu umfangreicher humanitärer Hilfe für das palästinensische Gebiet auf und sagte zusätzliche UN-Hilfen in Höhe von 3,3 Millionen Euro zu. Guterres sprach von einer der dramatischsten humanitären Krisen. Die Bewohner leiden seit Jahren unter schwierigsten Lebensbedingungen. Im Gazastreifen, der seit 2007 von der radikalen Palästinenserorganisation Hamas regiert wird, leben etwa 2 Millionen Einwohner. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist auf UN-Hilfen angewiesen. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt rund 60%. Sichtlich erschüttert zeigt sich der UN-Generalsekretär, nachdem ihm Schüler, Familien und UN-Mitarbeiter die Lebensbedingungen im Gazastreifen geschildert haben. Leider erlebe ich eine der dramatischsten humanitären Krisen, die ich in den vielen Jahren meiner UN-Arbeit gesehen habe. Etwa die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen lebt laut den Vereinten Nationen in Armut und ist auf UN-Hilfe angewiesen. Die UN betreiben zahlreiche Kliniken und sind auch einer der wenigen Arbeitgeber. Sie beschäftigen 14.000 Menschen in Festanstellungen und noch viel mehr in vorübergehenden Arbeitsverhältnissen. Fast 300.000 Kinder besuchen UN-Schulen. Ohne das viele Geld der Vereinten Nationen wäre der Gazastreifen wohl längst kollabiert. Doch die Lösung der Misere sieht der UN-Generalsekretär nicht in humanitärer Hilfe, sondern vor allem in einer politischen Lösung des Nahostkonflikts. Dafür brauche es einen unabhängigen Palästinenserstaat neben Israel, so Guterres am Nachmittag in Tel Aviv. Die Vereinten Nationen verpflichten sich weiterhin, Israelis und Palästinenser jede mögliche Hilfe und Unterstützung zu geben, das Ziel einer umfassenden Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Mehr als 3 Millionen Euro zusätzliche Hilfsgelder stellen die UN für Gaza bereit. Ob die UN neben humanitärer Hilfe auch eine zentralere Rolle bei der Verwirklichung einer Zwei-Staaten-Lösung spielen können, ist fraglich. Israel wirft ihnen vor, voreingenommen gegenüber Israel zu sein. Das müsse sich ändern, haben Israels Premierminister und Präsident von dem UN-Generalsekretär hier in Nahost gefordert. Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas einstimmig verurteilt. Neue Sanktionen verhängte das Gremium nicht. Das nordkoreanische Staatsfernsehen zeigte Bilder, die den Start der Mittelstreckenrakete zeigen sollen, die über Japan hinweggeflogen und ins Meer gestürzt war. Der Test sei eine Reaktion auf die Militärübungen der USA und Südkoreas gewesen, erklärte Staatsführer Kim Jong-un und kündigte weitere Raketentests an. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in der saudischen Stadt Mekka die muslimische Pilgerfahrt Hadsch begonnen. Zu dem mehrtägigen Großereignis werden etwa 2 Millionen Gläubige erwartet. Etwa 100.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Vor 2 Jahren waren bei einer Massenpanik während der Wallfahrt nach offiziellen Angaben mehr als 700 Pilger ums Leben gekommen. Für gläubige Muslime ist es Pflicht, einmal im Leben in die heilige Stadt zu pilgern. Der Bahnverkehr rückt nach Angaben des Bundeskriminalamtes verstärkt ins Visier radikaler Islamisten. Anschläge durch Sabotage der Eisenbahnschienen scheinen in den Gedankenspielen von Dschihadisten einen immer größeren Platz einzunehmen, sagte ein BKA-Sprecher der Funke Mediengruppe. Al-Qaida rufe auf seinen Seiten dezidiert zu Anschlägen auf moderne Transportmittel und den Schienenverkehr auf. Konkrete Anschlagspläne lägen der Behörde aber nicht vor. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung ist seit heute wieder online, gut 3,5 Wochen vor der Bundestagswahl. Bürger können auf der Seite oder in der App prüfen, welche Parteiprogramme zu ihren persönlichen politischen Einstellungen passen. Fragen zu 38 verschiedenen Themen sind dabei zu beantworten. Bei der vergangenen Bundestagswahl wurde der Wahl-O-Mat mehr als 13 Millionen Mal genutzt. Den Wahl-O-Maten zur Bundestagswahl finden Sie auch in unserer Tagesschau-App. Der irische Billigflieger Ryanair will kein Angebot für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin abgeben. Gäbe es ein offenes und transparentes Insolvenzverfahren, würde er bieten, sagte Ryanair-Chef O'Leary heute in Berlin. Dies sei jedoch nicht der Fall. Es sei ein abgekartetes Spiel zwischen Bundesregierung, der Lufthansa und Air Berlin. Die Insolvenz sei künstlich erzeugt worden, damit Lufthansa Air Berlin schuldenfrei übernehmen könne.
Osteuropäische Pflegedienste sollen Krankenkassen und Sozialämter mit falschen Abrechnungen um mehrere Millionen Euro betrogen haben. Dafür müssen sich von heute an 9 Angeklagte vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen jahrelangen gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Geldwäsche vor und spricht von einer Pflegemafia. Schwerkranke nur stundenweise betreut, dann aber eine Rundumbetreuung bei den Pflegekassen abgerechnet. Mindestens 8,5 Millionen Euro sollen die 9 Angeklagten so erschlichen haben. Auch Ärzte sollen Komplizen gewesen sein und viele Patienten ihre Pflegebedürftigkeit gegen Geld nur vorgetäuscht haben. Das haben wir in vielen Fällen nach unseren Ermittlungen festgestellt, dass Patienten ganz gezielt auf solche Prüfungskommissionsbesuche vorbereitet wurden. Denen wurde ganz genau gesagt, die wurden also wirklich instruiert, das auswendig zu lernen, welche Leistungen sie erwähnen sollen. Der Prozess wirft ein Schlaglicht auf das weit verzweigte Netzwerk der sogenannten Pflegemafia. Mit Razzien wie hier in Berlin hatten Ermittler ein bundesweites System für Abrechnungsbetrug aufgedeckt. Rund 230 ambulante Pflegedienste, vor allem aus Osteuropa, stehen im Verdacht. Das schreiben die Sonderermittler in ihrem Abschlussbericht. Geschätzter Schaden für die Sozialkassen rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Abhilfe schaffen soll nun ein Gesetz, das seit Januar in Kraft ist. Wichtig ist, dass die Prüfungsdienste und der MDK nicht nur Qualität prüfen kann ab diesem Jahr, sondern auch die Abrechnungen und das auch unangemeldet, wenn Verdachtsmomente da sind. In der juristischen Aufarbeitung des organisierten Pflegebetrugs dürfte der Düsseldorfer Prozess erst der Anfang sein. In Venedig haben die Filmfestspiele begonnen. Eröffnungsfilm ist die Science-Fiction-Satire Downsizing. Deutsch etwa Gesundschrumpfung, mit den Schauspielern Matt Damon und Christoph Waltz. Die Preise werden am 9. September von einer internationalen Jury vergeben. Als Regisseure im Rennen sind unter anderem Hollywood-Star George Clooney und der chinesische Künstler Ai Weiwei. Mehr als 1800 Filme waren in der Vorauswahl. Am Ende sind es nur 21, die im Wettbewerb um den Goldenen Löwen konkurrieren. Vor gut einer Stunde wurden die 74. Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Der Eröffnungsfilm Downsizing. Menschen werden auf Daumengröße geschrumpft, um den Planeten Erde zu retten. Ein Kampf gegen Umweltverschmutzung und Überbevölkerung. In den USA hingegen tun es viele, so wie Paul, gespielt von Matt Damon, um mehr Geld zu haben, denn ihr Vermögen ist in der geschrumpften Welt viel mehr wert. Die ältesten Filmfestspiele der Welt sind in diesem Jahr mit den großen Themen dieses Jahrhunderts politisch und aktuell. Zum Beispiel Klimawandel und Flüchtlingskrise. Stars und Künstler wollen ihren Beitrag zu Lösungen leisten. Die Angst vor einem Anschlag auf den Straßen des Lidos ist deutlich sichtbar. Man habe alle nötigen Vorkehrungen getroffen, so der Festivaldirektor. Es gibt Zementblöcke, die verhindern, dass Autos auf das Festivalgelände kommen. Ansonsten vertrauen wir auf moderne Technologien. Das Publikum merkt nicht, dass alles minutiös überwacht ist und dass wir die Sicherheitsvorkehrungen im Vergleich zu früher erhöht haben. Deutsche Regisseure haben es in diesem Jahr nicht in den Wettbewerb geschafft. Wer am Ende den Goldenen Löwen gewinnt, verkündet diese Jury am 9. September. Bis dahin tummelt sich die Filmwelt in Venedig. Die Lottozahlen: 5, 7, 9, 21, 29, 34. Die Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 31. August. Tiefer Luftdruck und kühlere Atlantikluft sorgen für teilweise unwetterartige Gewitter. Es bestehen entsprechende Vorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Vor allem in der ersten Nachthälfte muss lokal mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen gerechnet werden. Im Osten und Südosten noch meist ruhig und dort morgen längere Zeit freundlich, sonst viele Wolken mit Schauern und Gewittern. Die am Nachmittag den Osten und Südosten erreichen dort Unwettergefahr. Währenddessen zeigt sich im Nordwesten wieder häufiger die Sonne. An der Saale heute Nacht bis 21, im Berchtesgadener Land 11 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte oft unter 20, an der Neiße noch mal fast 30 Grad. Am Freitag im Südosten kräftige, zum Teil gewittrige und mitunter lang anhaltende Regenfälle, sonst wechselhaft. Das Wochenendwetter durchwachsen und recht kühl. Am Samstag gibt's Richtung Alpen noch ergiebigen Regen. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Wir schaffen das.
Was denken ehrenamtliche Flüchtlingshelfer 2 Jahre danach über ihr Engagement? Und digitaler Wahlkampf, wie die Parteien Informationen über die Bürger sammeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.